Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Gott möchte nicht, dass du krank bist, weder krank an Geist, Seele noch am Leib. Was hält dich ab, zu glauben, dass Heilung dir gehört? Nirgends steht, dass dies nicht mehr gültig ist oder außer Kraft gesetzt wurde. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gottes Gedanken an Heilung beginnen schon im Alten Bund. Gott gibt einen Einblick, was kommen wird. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich glaube, Jesaja konnte sich damals nicht vorstellen, was das zu bedeuten hatte. Gott sprach auch schon zu Mose: Ich bin der Herr, der dich heilt. Oder in anderer Übersetzung: Ich bin der Herr, dein Arzt. Gott sagt in seinem Wort nicht irgendetwas daher, sondern was er sagt, das geht in Erfüllung. Und so wie es damals schon prophezeit wurde, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Somit hat Jesus alles erfüllt, was prophezeit wurde. Und das ist für immer gültig. Er hat sich schlagen lassen, damit wir heil sind. Damit du heute Heilung empfangen kannst. Und Gott hat das nie zurückgenommen. Er hat es getan, und deshalb dürfen wir um Heilung beten und auch bitten. Die Strafe liegt auf ihm. Deshalb ist Krankheit keine Strafe, weil Strafe auf ihm liegt und er sie mitgenommen hat in den Tod. Was hält dich ab, zu glauben, dass Heilung dir gehört? Nirgends steht, dass dies nicht mehr gültig ist oder außer Kraft gesetzt wurde. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Im Matthäusevangelium lesen wir Folgendes von Jesus: Und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Matthäus 8. Oder Matthäus 9, 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Er heilte alle Menschen, die dort vor Ort waren. Er heilte nicht die ganze Welt, sondern die Menschen, die da waren, die um ihn herum waren, die ihn hören wollten und die ihm zugetan waren. Und Kranke zu heilen war die Hauptbeschäftigung von Jesus neben des Lehrens. Doch in der Bibel lesen wir auch von Leiden. Paulus schreibt in 2. Timotheus 2, Vers 3: Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Oder in Philipper 3, Vers 10:
und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Viele Menschen irritieren diese Bibelverse. Was heißt das für uns? Und die meisten Menschen denken dann an Krankheit. Und wir haben vorhin gelesen, dass Jesus jede Krankheit heilte von den Menschen, die zu ihm kamen. Es ist nicht richtig zu denken, dass wir Krankheiten tragen müssen. Warum sollten wir krank sein, wenn Jesus jede Krankheit und jedes Gebrechen heilte? Auch die Jünger mussten nicht leiden durch Krankheit, sondern er gab ihnen sogar Vollmacht, Kranke zu heilen. Matthäus 10, Vers 1. Und als er seine 12 Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Es macht keinen Sinn, einerseits Kranke zu heilen und andererseits an Krankheitsleiden teilzuhaben. Wir lesen auch nirgends, dass Jesus jemals krank war, und somit ergibt es auch keinen Sinn, an solchen Leiden der Krankheit teilzuhaben. Man kann nicht an etwas teilhaben, was gar nicht ist. Jesus kannte wohl körperlichen Schmerz, aber nicht durch Krankheit, sondern durch Folter, durch die Peitschenhiebe und das grausame Sterben am Kreuz. Jesus weiß, wie sich Schmerz anfühlt. Er weiß um deine Schmerzen und er weiß um deine Not. Er hat sich schlagen lassen, damit du frei sein kannst. Jesus will auch nicht, dass es dir schlecht geht oder dass du Not hast. Er ist jeglicher Not begegnet, die er sah oder bemerkte, auch finanzieller Not. Da war ein Fisch mit einer Münze im Maul, um die Steuern zu bezahlen. Das war, als sie die Tempelsteuer bezahlen sollten und kein Geld hatten. Jesus ist nichts schuldig geblieben. Er hat nicht einfach gesagt, ich brauche das nicht. Ich brauche keine Steuern zahlen, ich bin Jesus. Sondern er hat sich untergeordnet. Aber auf ungewöhnliche Weise das Geld beschafft. Es war im Maul eines Fisches. Und hier sehen wir, dass Gott Wege hat, uns aus unserer Not herauszubringen, die wir gar nicht für möglich halten. Wer denkt schon an einen Fisch, der eine Münze im Maul hat? Oder in Kana, als Jesus Wasser zu Wein machte, das waren etwa 600 Liter. Wer braucht schon bei einer Hochzeit 600 Liter Wein? Das war Überfluss. Nachzulesen in Johannes 2. Das Hochzeitspaar brauchte keine 600 Liter Wein. Doch das war Reichtum. Das konnte man verkaufen und das war ein gewaltiges Hochzeitsgeschenk. Kann es nicht sein, dass Gott auch für dich eine Lösung hat? Vielleicht auch eine ungewöhnliche Lösung, wo du gar nicht daran denkst? Glaube nicht, dass Gott deine Not und deine Probleme nicht kennt und nicht weiß, dass es für ihn ein Problem ist. Ganz bestimmt nicht. Jesus ist jeder Not begegnet, egal was war. Zusammenfassend,
Die Bibel sagt uns, was die Leiden Jesu, an denen wir teilhaben sollen, nicht sind. Nicht Krankheit, nicht finanzielle Not und auch nicht, dass es dir schlecht geht. Es bleibt die Frage, was meint die Bibel dann mit den Leiden, an denen wir teilhaben sollen? Wenn wir uns selber fragen, unter was leiden wir am meisten? Wenn wir in unser Herz hineinhorchen, in uns hinein, wo es niemand sieht und wo auch niemand Zutritt hat. Da, wo oft so ein riesiges Durcheinander herrscht und wir uns oft selbst nicht auskennen. Da stecken die Dinge, unter denen wir leiden. Lieblosigkeit, Hartherzigkeit, Ablehnung, Minderwertigkeit, Unverständnis, Lüge, Hass, Neid, Bitterkeit, Eifersucht, Zorn, Enttäuschungen, Einsamkeit, Ausgeschlossensein, verletzte Ehre, verletzter Stolz, Gewalt, Schmerzen und so weiter. Das sind die Dinge, die uns größten Schmerz bereiten, die uns so oft hindern und oft die ganze Lebensfreude rauben. Vor ein paar Wochen hat uns eine Frau geschrieben, die das erlebt hat, dass Jesus sie von Minderwertigkeitsgefühlen befreit hat. Und sie schreibt: Ich danke euch für das Gebet. Jesus hat eingegriffen. Er hat mir die Minderwertigkeitsgefühle und den Druck, den ich hatte, weggenommen. Wir haben einen wunderbaren Gott, der hilft. Diese Frau hat das so erlebt. Und auch du darfst dich an Jesus wenden, wenn du frei werden willst von seelischen Schmerzen. Egal, was dein Problem ist, wende dich an Jesus. Ob es ein körperlicher Schmerz ist oder ein seelischer Schmerz, wende dich an Jesus. Jesus hat all die Schwierigkeiten und Herausforderungen selbst auch erlebt. Er weiß, wie es dir geht. Und wir sehen das, wenn wir sein Leben betrachten, als er auf dieser Erde war. Er hat geweint über die Stadt Jerusalem, über die Menschen, die so hartherzig und verstockt waren. Sie brachten ihm Unverständnis und Ablehnung entgegen. Und Jesus hat genauso darunter gelitten, wie du und ich darunter leiden. Unter Ablehnung, unter Unverständnis, Hartherzigkeit, Verstocktheit. Jesus weinte auch, als Lazarus gestorben war. Aber nicht, weil er ihn so liebte, wie die versammelten Menschen dachten, sondern weil sie ihm nicht vertrauten. Es tat ihm weh, dass seine besten Freunde, die ihn am besten kannten, ihm Vorwürfe machten, statt ihm zu glauben und ihm zu vertrauen. Hast auch du einen Schmerz in dir, weil deine Nahestehenden dir Vorwürfe machen und dir vielleicht nicht mehr vertrauen? Vielleicht, weil du nicht mehr alles tust, was sie meinen, und nicht mehr alles mitmachst. Vorwürfe, weil vielleicht irgendetwas vorgefallen ist, wo du gar nichts dazu kannst. Darunter leiden wir doch alle, wenn wir so etwas erleben. Das sind die Leiden, was die Bibel sagt, an denen wir teilhaben. Das, was Jesus auch durchlebt hat. Und er weiß genau, wie du dich fühlst und was dich bewegt. Eine Frau hat uns geschrieben:
die so sehr in Sorge über ihre Tochter war, dass sie fast ein Pflegefall wurde. Sie schreibt: Unsere Tochter war verschwunden. Ich machte mir große Sorgen um sie. Ich war 10 Monate depressiv und 10 Wochen in der Psychiatrie und fast ein Pflegefall. Von einem Tag auf den anderen hat mich Jesus freigemacht. Mir geht es noch besser als vorher. Bin voller Dankbarkeit. Ist das nicht wunderbar? Gott weiß um deinen Zustand. Und so wie er diese Frau herausgeführt hat aus Depressionen, aus Angst und Sorgen, kann er es auch bei dir tun. Was für eine Veränderung und was für ein Eingreifen Gottes. Er begegnet Sorgen und Nöten, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir ihm zutrauen, dass er uns hilft, sei bereit für Gottes Eingreifen. Komm mit Zuversicht, sei mutig, komm mit Vertrauen vor sein Angesicht. Vielleicht bist du gerade in einer Krisensituation, wo du nicht aus- noch einweist. In einer Krise müssen wir uns entscheiden, welchen Weg wir einschlagen wollen. Geistlich gesehen, den Weg hin zum Kreuz oder den Weg weg vom Kreuz. Komm heute und lege alles in Gottes Hände. Komm zum Kreuz, nimm den richtigen Weg, geh den richtigen Weg hin zum Kreuz. Da ist Hilfe für dich. Und da ist der, der dir helfen kann. Hebräer 10, Vers 35. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Worauf hoffst du? Wenn du die richtige Richtung einschlägst und zu Jesus kommst, hat er Hilfe für dich bereit. Es gibt Hoffnung für dich. Hoffnung und Vertrauen bringen uns weiter. Was ist unser Glaube wert, wenn wir nicht erwarten, dass Gottes Wort in Erfüllung geht? Glaube und Vertraue. Vertraue ihm und gib nicht auf. Gott kann es tun und deshalb können wir mit Zuversicht auf ihn rechnen und auch mit Zuversicht beten. Vertraue Gott in jeder Lage, egal wie deine Herausforderungen aussehen. Bleibe nicht stecken in deiner Situation, sondern geh vorwärts. Steck nicht den Kopf in den Sand und sage, es hilft ja doch nichts. Geh zu dem, der dir helfen kann. Und dazu ein wunderbares Zeugnis noch, das uns ein Mann geschrieben hat. Ich danke euch für alle eure Gebete. Heute ist wieder so ein Tag, wo ich nur staunen kann. Was Gott versprochen hat, das hält er auch. Ich habe mich wegen der Schlafstörungen und Ängste an euch gewandt und um Gebet gebeten. Ich konnte ohne Hammertabletten schlafen. Vielen Dank fürs Gebet. Ist das nicht wunderbar? Gottes Eingreifen. Was Gott versprochen hat, das hält er auch, sagt dieser Mann. Sei mutig und vertraue Gott deine Anliegen an. Er hört dich. Und er sieht dich. Gott möchte nicht, dass du krank bist, weder krank an Geist, Seele noch am Leib. Er möchte nicht, dass es dir schlecht geht oder dass du finanzielle Not hast oder irgendeine andere Not. Die Bibel verheißt uns, dass Gott gerade dann mit uns ist und ganz besonders bei uns ist, wenn wir durchs finstere Tal gehen. Im Psalm 23 ist so wunderbar beschrieben, wie Gott uns durch das finstere Tal führt. Er bereitet uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde.
Das heißt, jeder kann es sehen, dass Gott mit dir ist. Dass Gott an deiner Seite ist und dass er dir hilft. Du bist nicht allein, er führt dich. Er führt dich durch das Tal und das heißt, dass wir nicht stehen bleiben in unserem Tal. Bleibe nicht in deinem Loch sitzen, sondern geh weiter, geh vorwärts. Und Gott führt dich aus deinem Tal hinaus. Und wenn Gott dich führt, dann nimmt er dich an der Hand und du darfst ihm ganz vertrauen. Jesaja 41, Vers 13. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Wenn er uns bei der Hand nimmt, heißt das für uns, dass wir nicht stehen bleiben. Schaue nach vorne und fürchte dich nicht. Lass das Vergangene hinter dir und ergreife die Hand Gottes. Du bist nicht allein in deiner Not. Genauso wie Jesus jedem geholfen hat, so hilft er auch dir. Glaube und vertraue. Philipper 4, Vers 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Hier finden wir eine Anleitung, was wir tun können. Auch wenn wir in Schwierigkeiten sind, sollen wir uns nicht sorgen. Sorgen nützen uns gar nichts. Wir sind in seiner Hand in jeder Situation. Und du sagst vielleicht, wie soll das gehen? Bringe deine Sorgen und Nöte im Gebet zu Jesus. Und hier steht auch, dass wir flehen dürfen. Das heißt, ganz intensiv. Und manchmal sind wir sogar in so großer Not, dass wir nur noch schreien können. Und David hat das auch schon ausprobiert. Das lesen wir in den Psalmen. Er schreibt, in meiner Not rufe oder schreie ich zu dir. Und Gott hat ihm immer geholfen. Dieser Bibelvers sagt uns auch, dass wir mit Danksagung kommen sollen. Vielleicht findest du das ungewöhnlich, sich im Voraus schon zu bedanken, wenn man doch noch gar nichts sieht. Doch darin liegt ein Schatz, weil der Friede Gottes in dein Herz einzieht. Dieser Friede vertreibt jede Angst und stärkt dein Vertrauen. Und der Paulus ist uns da ein gutes Beispiel. Er war auf dem Schiff nach Rom und da war ein extremer Sturm, bei dem das Schiff fortgerissen wurde. Sie kamen in Seenot und da ging es wirklich um Leben und Tod. Apostelgeschichte 27, 25. Und da sagt der Paulus, deshalb habt keine Angst, ich vertraue Gott, es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Ist das nicht stark im Angesicht des Todes? In dieser lebensbedrohlichen Situation konnte er das sagen. Habe auch du keine Angst. Es wird sich auch bei dir erfüllen, was in Gottes Wort geschrieben steht. Gott kann nicht anders, als zu seinem Wort zu stehen. Und rechne du mit dem lebendigen Gott. Er ist real und er lebt. Jesaja 40, Vers 28 bis 31. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke.
Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben ihre Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Auch wenn du schwach und müde bist, er gibt den Müden neue Kraft. Und wenn du dich ohnmächtig und hilflos fühlst, er gibt dir Stärke. Das Wichtige ist, dass wir Gott vertrauen. Vertrau nicht auf dich selber, sondern auf Gottes Kraft. Sei bereit für Heilung. Und zum Schluss noch eine Gebetserhörung von einer Frau. Sie schreibt uns: Ich hatte schon seit längerem sehr starke Schmerzen am Kiefer und im Gesicht und bat euch um Gebetsunterstützung. Nun ist alles wieder in Ordnung. Es ist für mich ein großes Wunder, da ich schon seit langem diese Schmerzen hatte. Ich konnte mir kaum ins Gesicht fassen. Und dasselbe, was er bei diesen Menschen getan hat, kann er auch bei dir tun. Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.